Deutsche Memes. You looked Exe. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Jetzt kommt die Sache mit dem Lüften. Man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem erneuten Video von mir hier auf meinem Kanal. Auch mit dir. Ich kenne dich noch nicht lange. Ja. Aber du bist in meinem Herzen. Du in meinem auch. Habt ihr mich gehört? Ich habe keine Angst mehr! 187, hi und hungrig, war schon, jetzt kommt Schnapp, das ist ein Krokodil, Habibi! Er hat's geschafft. Aber nur der Sternenhimmel hat eine Woche gedauert. Das hat Gerald gemacht, Ehrenbruder Gerald, mein Elektriker. Gerald von Riva. Toss a coin to your witcher, a valley of plenty. Der hat das gemacht, der hat ziemlich abgekotzt, weil er eine Woche lang nur dieser... Weil er eine Woche lang keine Monster jagen konnte. Der Witch Hunter. Jetzt bin ich gut. Wirklich? Ja, wirklich. Wirklich, wirklich? Ja, ja, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich? Ja, ja. Hör mal Kübel. Oh Gott. Ja. Ja. Ah. Komm schon, Blitz. Okay. Komm schon. Liebe. Ja! Oh. Ja! Wow! Aber erstmal noch vorne, was? Ja, ich werde dir nicht. So. Rakete! Ich dreh durch! Ich bin's, Tim! Nee, hier, komm mal her! Komm mal her! Jungs, wisst ihr, was passiert ist? Nächstes eine gruselige Haut überziehen. Dafür nehmt ihr Küchenrolle oder Klopapier und etwas weißen Bastelkleber. Och nee, bin ich jetzt. Haben Sie schon eingetragen? Ah. Ist schon zu spät? Schon. Haben Sie schon? Druckt schon. Ah, schade. Mist. Kann man nichts mehr machen, ne? Kann man nichts mehr machen. Ja. Geben Sie her, ich mach das. Leg's hier hin. Mach's auch noch hier rein. Wissen Sie was? Ist gar nicht mein Auto. Gezeigt vorhin, aber ich denke, man kann auch hier noch einmal einbauen. Okay, es gibt einmal den hier. Der ist sehr Traffic News. Oh, der Typ hat zu viel Zeit, ich schwöre. Es ist 15:30 Uhr, wir melden uns mit den Verkehrsnachrichten. Auf der 1 Bremen Richtung Hamburg, auf Höhe Buxtehude gibt es 25 Kilometer Stop and Go. Unser Reporter Yarcel Miris ist uns live zugeschaltet. Yarcel, wie sieht's aus bei dir? Leck mich einfach am. Ja, du fährst einmal nach Hamburg rein und hast dir echt wieder die Tauchen. Das war wirklich das letzte Mal, dass ich nach Hamburg gefahren bin. Was geht ab? Ich stelle jetzt meinem Bruder seine Haare. Gleiches Ergebnis. Erstes Mal. Gleich. Kritisch die Lage. Ich struggle übelst. Der arme Junge, der wird gemobbt morgen. Das.
Da wird gemobbt, der Arme. Morgen Schule wird gemobbt. Was sagst du, Alter? Uiuiuiui, der arme Jungs. Nein, der Arme, was hab ich mit denen gemacht? Sieht aus wie ein Opa. Alter. Darf ich eine Zwischenfrage? Ja, gerne. Bitteschön. Herr Kollege, kann es sein, dass Sie Ihre Weisheiten eigentlich nur von Kindergeburtstagen und aus Kneipen holen? Also ich bin ja Vater eines 8-jährigen Sohnes. Ich verbringe sehr gern mit ihm den Kindergeburtstag. Ich glaube, Sie sind Zahnarzt. Ich weiß auch nicht, ob Sie Ihre Weisheiten nur aus Zahnprothesen beziehen. Ich glaube, wir wenden uns hier wieder dem Thema zu. So könnt ihr euch easy rausreden, wenn ihr vergessen habt, eure Online-Hausaufgaben zu machen. Und zwar nehmt ihr euch einfach irgendein leeres Dokument und schreibt irgendwas rein. Ist komplett egal was. Dann speichert ihr die Datei. Der Dateityp ist eigentlich komplett egal. Ich habe es in meinem Fall jetzt einfach in eine PDF-Datei umgewandelt. Auf jeden Fall macht ihr einen Rechtsklick auf die Datei, geht auf Öffnen mit und auf Editor. Dann entfernt ihr einfach irgendwas und speichert das Ganze. Dann könnt ihr den Editor wieder schließen. Und wenn ihr jetzt versucht, die Datei zu öffnen, kommt die Fehlermeldung, dass die Datei nicht geöffnet werden kann. Wenn's Fressen hochkommt, war's gut. Ich hab dir gesagt, steig aus dem Auto. Kannst du mal bitte halten? Oh, heiß. Was nur Sauerei. Moment. Was? Du wirst mich umbringen. Oh mein Gott, der ganze Sitz ist am Arsch. Nein, das neue Auto. Wow. I killed you, motherfucker.